Hallo und willkommen zur neuen Folge Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Neben mir sitzt wieder meine tatkräftige Unterstützung. Ja, Moinsen zusammen, der AKI wieder hier. Wie immer. Links findet ihr wie immer in der Infobox und oben in der Infocard. Schau doch gerne mal bei ihm vorbei. Yay, ich bin in der Infocard. Ja, er macht ja im Moment Assassin's Creed Valhalla und The Witcher 3. Also falls ihr da Interesse dran habt, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Langwierig. Mhm. Da bin ich übrigens teilweise auch mal dabei in den Folgen. Valhalla dauert leider sehr lange, bis ich da mal zu irgendwas komme, weil halt das ist so viel. Und es ist so schön, teilweise. Aber wir wollen die Leute jetzt nicht ewig zulabern mit irgendwelchen anderen Spielen, weil hier geht's ja heute um Sims. Wir haben ja auch heute was vor. Ja. Wir wollen unsere Void-Kreatur-Booster aufmachen. Genau, in der letzten Folge haben wir, weil unser Urlaub jetzt zu Ende geht, noch einen letzten Ausflug mit Hina und Papa ins Onsen-Badehaus gemacht. Und haben uns einen ganzen Haufen Booster-Packs für Void-Kreaturen gekauft. Ja, 10 Stück. Und uns mit ein paar anderen Kindern angefreundet und mit den Void-Kreaturen Karten getauscht. Mit der einen. Ja, mit der einen. Die andere ist abgehauen, als wir es machen wollten. Und haben Bubaloo bekommen. Ja. Ich glaube, der hieß Bubaloo. Ja. Also dann würde ich sagen, genau, was haben wir in der Folge vor? Wir sehen mal, wie weit wir mit dem Urlaub jetzt noch kommen, weil schlafen müssen die auch noch irgendwann. Eigentlich wollten wir mit Hina ja auch nochmal die große Piste runterfahren. Mal schauen, ob es klappt. Und das ist schon 2 Uhr morgens. Ja. Am letzten Urlaubstag. Von daher, wir packen jetzt die Void-Kreatur Booster Packs aus und dann fahren wir mal wieder heim, würde ich sagen. Spannend, was wir drin haben. Mhm. Dann auf. Oh, wer kommt denn da rein? Hallo, gute Frau. Hallo, haben Sie sich angemeldet hier? Hallo, wir sind die Rezeption. Ja. Schönen Tag gewünscht. Tschüss. So, dann mach die Booster auf. Sie ist wieder satt. Ach, süß. Runter. Hallo? Oh nö, wir müssen den Urlaub jetzt abbrechen und beenden? Ernsthaft? Das ist uncool. Der endet jetzt? Finde ich jetzt nicht schön. Das finde ich jetzt auch nicht cool. Es hieß doch bis Donnerstag, einschließlich Donnerstag, oder so. Komm, wir verlängern jetzt noch den einen Tag, ganz ehrlich. Okay, dann verlängern wir einen Tag noch. Ja. So. Bing, so, kostet wieder Geld. Dann mach jetzt die Booster auf. Ja, Booster Packs aufmachen. 10 Stück haben wir. Halt, Hina, nicht weglaufen. Jetzt geht die schon wieder duschen. Dann packen wir mal aus hier. Hina, das Boosterpack aufgerissen. Bubaloo, wir haben doch Bubaloo schon getauscht bekommen. Wunderbar, jetzt können wir aber tauschen. So, weiter geht das. Dann weiter öffnen. Oh, wie süß. Oh, das wieder. Das haben wir auch schon. Ach, Hina, du bist ein bisschen laut. Haben wir das echt schon? Weil die sieht ein bisschen anders aus, oder? Ja, doch. Hier in dem Fell haben wir. So, weiter geht's. Da haben wir ja mal was Seltenes drin. Boosterpack öffnen. Simgaia hatten wir Simgaia, schon. Simgaia, das haben wir ja vertauscht. Wow. Kommt doch mal was anderes bitte raus. Was Simgaia oder ist das einfach nur? Keine Ahnung. Das haben wir jetzt gar nicht gesehen. Müssen wir gleich mal nochmal nachgucken im Inventar. Moment, hier. Ja, nochmal Simgaia. Zweimal Simgaia. Ernsthaft? Jetzt haben wir jedes Nein, zweimal. Du bist laut. Schrei nicht so, Mädchen. Oh, Rissler. Und der sieht komisch aus. Interessant. Next. Noch ein Rissel. Nee, nein. Noch ein Nymphe. Nymphe. Komm schon, was Seltenes. Ja. Noch eine Nymphe. Nee. Nein. Oh, ihr Licht. Das ist doch wie niedlich. Und er hält sich mit ihrem Papa. Na. Und? Komm schon. Ja, hallo? Ah. Aveso. Aveso, der sieht auch schön aus. Das lustig. Ja. 2 haben wir noch. Oh, Intrigator. Der sieht cool aus. Ja. So. Das ist ja wieder was für mich. Und das letzte? Das letzte ist. Nochmal ihr Licht. Voll niedlich. Jetzt haben wir aber auch welche doppelt zum Tauschen. Ja, und wir müssen mal im Inventar gucken, vielleicht, dass da auch was mal bei was nicht gewöhnlich ist. Ja. Ich glaube, da müssen wir aber kurz mal das... Das ist gewöhnlich. Da müssen wir kurz mal aktualisieren lassen. Ah, nee, da sind sie. Die sind alle drin. Ja, hier nochmal ungewöhnlich. Gewöhnlich. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist Simgaia, sogar 2-mal.
Rissler ist auch ungewöhnlich. Da haben wir nochmal unsere Lymphäe. Das Irrlicht ist gewöhnlich. Schade. Ah, Aveso ist ungewöhnlich. Ach, guck mal, da sind doch die Preise dran. Lustig, stimmt. Die kannst du sogar verkaufen. Ja, Intrigator ist auch ungewöhnlich. Ich würde eher sagen, wir vertauschen die, wenn dann. Ja. Wir haben ja genug. So, das war's. Das war's mit den... Die kleine Maus ist aber langsam müde. Ja, aber es war jetzt echt so... So, hä? War's Urlaub schon vorbei? Ja, wie kann das sein? Das ist echt unverschämt hier. Das ist halt auch voll doof, weil wenn die jetzt erst schlafen gehen, dann haben wir den Tag halt gar nichts mehr. Großartig. Guten was? Tag, gute... Oh. Die ist schwanger, aber darf rein, oder was? Oder die ist einfach nur fett? Nein, die hat einfach nur ein bisschen mehr auf dem Rippen. Oder die ist einfach nur fett. Das ist jetzt aber nicht nett. Nichts gegen Dicke, natürlich. Ja, der Papa ist so ein bisschen... Das sind auch Menschen. Der Papa könnte mal auf den Topf gehen. Ja, und dann kommt die da, die ist so ein Gerippe, weißt du? Tja, ist ja irgendwo ein Toilettchen da. Vor allem, die ist auch so übelste hell gewesen. Geh mal aufs Klöchen. Als ob die schon ein halbes Gerippe ist. Der hat sich gerade ein Getränk geholt, der Papa. Bestimmt einen Saft geholt. Kalten Saft. Saft, Ja. Die trinken ja nur Saft dort. Aber wir haben es eilig. Oh, oh. Jetzt, aber der hat das Ding immer noch hier unten in der Aktion. Das heißt, trinkt er das jetzt auf dem Klo oder was? Das möchte ich jetzt mal sehen. Ich halte mich schon mal bereit, hier Pause zu trinkst du drücken. Auf dem Klo? Nee, leider nicht. Schade. Komm ich schon. Fänd's lustig. Das wäre doch jetzt witzig gewesen. Können wir da einen Toilettenstreich spielen? Sollen wir? Ja, ich würde es fast sagen. Unser Toilettenstreich-Experte. Ja. Aber das sieht aus, als ob da keine Türen drin wären bei den... Doch. Okay. Komm, Haru. Das sah jetzt echt aus wie... Als wären da so schön in die mittlere Toilette. Ah, nee, obwohl, da gibt es noch eine. Gibt keine mittlere Toilette, dann... Machen wir bei allen vier einen Toilettenstreich. Oh ja, komm, Haru. Ah, jetzt hat er sein Getränk in der Hand. Nein, nicht pinkeln gehen. Dieses die diabolische... Haru. Noch ein Schlückchen nehmen hier. Und gleich auf die nächste. Wie die Schwaden wieder rauskommen. Seppenay, seppenay. So kleiner Haru. Boah, dieses Lächeln, das war so... Diabolisch, diabolisch. Moment. Ich werde gerade, soll ich davon schon... Ach, ich mache davon mal ein Bild. Lieber ein Bild gemacht, anstatt keins gemacht. Ich würde dann noch mal eins machen bei der nächsten Toilette, nämlich wenn er sich die Hände reibt. Nee, das ist zu gewöhnen. Jetzt gleich. Wie es blubbert, hey. So. Moment, wir müssen folgen hier. Ja, ja. Ja! Das ist gut, das ist richtig. Die perfekte. Oh, Haru. Au, oh, Haru. Wollen wir es bei der letzten auch noch machen? Gönn dir. Oh, wie gut. Oh Gott. Und dann müssen wir, ich glaube, wir setzen uns gemütlich dabei. Oh, komm, aufs Klo. Ach, schade. Ich hoffe, die Hina muss nicht aufs Klo. Ja, das wäre ungünstig. Der chillt da und trinkt sein Getränk. Seppenay, seppenay. Komm, hock dich mal dahin. Wir wollen uns das jetzt mal angucken. Vielleicht muss da irgendjemand wirklich aufs Klo. Oh, scheiße, Hina. Oh, oh. Nein, dann schickt die Hina auf eine Toilette. Gibt es oben nicht vielleicht noch eine Toilette? Er hat die durchsucht, den Verkaufsautomaten. Guck mal bitte oben, ob es eine Toilette ist. Ich glaube tatsächlich nicht. Die arme Hina, oh nein. Daran haben wir jetzt gar nicht gedacht. Tja, hätten wir erstmal checken müssen, ob Hina mal pinkeln muss. Oh, oh. Tja, dann tut's uns leid, Töchterchen, aber... Dann darfst du nicht aufs Klo. Oh. Ja, die ist eh auch ein bisschen müde. Na, kleine Maus. Dann würde ich sagen, wir gehen eigentlich... Ja, das Problem die ist, wenn wir jetzt warten müssen, bis da irgendwas passiert, ist halt doof.
Nein, die schläft ja auch gleich ein und wir müssen ja auch noch zurücklaufen. Dina ist voll entspannt gerade. Ja, ist doch aber schön. Aber du kannst da ein Nickerchen machen. Ja. Komm, mach mal ein Nickerchen. Mach mal ein kleines Nickerchen, Dina. Wie sieht das denn aus? Oh, schön. Oh Gott. Oh nein. Oh, Hina. Ich wurde weggepennt. Hallo? Kamera, hallo? Moment. So. Oh, Mäuslein. Mäuschen, Mäuschen. Das ist ja echt süß. Suchen wir den perfekten Winkel, wo wir keine Dinge in der Fresse haben. Ja, das ist nicht ganz so einfach hier. Der Haru ist auch eingeschlafen. Der chillt im Ding. Oh, das ist doch nicht gut. Nicht, dass der uns ertrinkt. Ich glaube, da kann jetzt... Hallo? Ja, ich glaube, da passiert nicht so viel, weil da sitzen sie ja. Gefährlich wird's, wenn sie müde sind und schwimmen gehen im Pool. Ah, okay. Das wird dann gefährlich. Aber tendenziell, wenn sie sitzen, ist das eigentlich jetzt nicht so dramatisch. Ach Gott, schon 7 Uhr morgens. Oh, oh, ja, wir haben einen echt bescheidenen Schlafrhythmus, sage ich mal. So. Definitiv. Aber ist doch auch gut. Ina, alles gut. Ja, ich würde sagen, wenn die zwei dann so wieder ein bisschen energiegeladener sind, gehen wir wieder nach Hause. Dann müssen wir uns aber beeilen mit ihrer Blase. Definitiv. Ja, bevor die hier aufs unser Toilettenstreichklo geht. Das heißt, die Haare muss... einer Stunde bei der Arbeit. Wir sind noch im Urlaub, hallo? Wir haben Urlaub noch verlängert, hallo? Unverschämtheit. Ja, da ist einfach mal alle 4 Toiletten. Wir beobachten das mal. Wir beobachten das mal hier. Oh Gott, ey. Das ist übel, Haru. Haru, unser Toilettenstreichexperte. Ob jemand auf die Toilette geht, ist halt auch echt die Frage. Ich bitte darum. Kommt schon, Leute, geht aufs Klo, wir wollen das sehen. Geht doch mal auf die Toilette. Wir möchten das sehen, was ihr da treibt. Muss denn hier keiner auf die Toilette? Ich glaube, es ist einfach viel zu früh, dass da kaum noch ein Sim ist oder so. Außer die Rentnerin da, weil die haben ja Zeit ohne Ende. Guck mal, fällt dir was auf? Die Klopapierdinger hängen unterschiedlich. Hier hängt es voll hoch und hier hängen die viel tiefer. Und hier hängt sie ein bisschen höher. Stimmt. Hier hängt sie ganz unten. Also, die arme Sau, die da aufs Klo muss, die muss sich ja voll runterbücken. Hm. Ich würde sagen, das hier ist die angenehmste Höhe. Ja. Wenn du auf dem Klo hast. Die Toiletten sehen eh voll lustig aus. Das sind so die typischen japanischen Bedientoiletten. Tja. Da können die sich den Hintern abspritzen lassen. Da brauchen sie kein Klopapier. Oh Gott, ich stelle mir das immer so vor und ich will so eine Toilette gar nicht haben. So mit Popodusche, das soll aber ganz cool sein. Ja, mein Ich weiß nicht. Also, meine Tante hat so eine Toilette mit Popodusche, als die das Bad neu gemacht haben die sich so eine einbauen lassen und keine Ahnung, die sagt auch, das wäre eigentlich ganz cool. Und das sagen eigentlich auch alle, die das schon mal benutzt haben, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Von daher, keine Ahnung, also ich kann es mir jetzt auch nicht so vorstellen, ich stelle mir das jetzt auch nicht so geil vor, wenn du da den Hintern geduscht bekommst quasi, aber ja... Keine Ahnung, vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Was möchte die denn da machen oder was macht die denn da? Duschen. Damit sie wieder ins Ding rein kann. Ja, ich würde sagen, Haru ist jetzt auch wach, wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Ab geht's. Freunde der Sonne. Und zieht euch bitte, wenn... Brav. Hina ist schlau. Aber die Hina, oh nein, sie muss aufs Klo. Du läufst jetzt nachher. Und wenn du dir in die Hose machst, Hina, du gehst hier nicht aufs Klo. Hallo? Wir müssen hier doch... Ah, jetzt haben wir Toilettenstreich gespielt und können uns das nicht mal angucken. Ja, das ist irgendwie ein bisschen sad. Du bist ja so gemein. Warum? Ich hätte das schon gerne gesehen. Ja, hätten wir Hina aufs Klo schicken sollen hier. Nächstes Mal macht die Yui einfach einen Streich. Und ich glaube, die pinkelt sich halt wirklich echt gleich ein. Und der Haru geht dann einfach auf die Streichtoilette. Ja, andersrum mal. Gleiches Recht für alle. Oh, kleine Maus, das tut mir jetzt voll leid, aber...
Ich glaube, das schafft sie auch gar nicht mehr. Was sollen wir tun? Ich glaube, das schafft sie halt echt nicht mehr. Die pinkelt sich wahrscheinlich nicht. Dann, ja, mein Gott, dann muss er halt nochmal kurz du duschen. Unmensch. Zu Hause. Ja, hättest du die jetzt aufs Toilettenstreichklo geschickt? Wir haben eigentlich ja, besser als sich einzupinkeln. Ja. Ina, lauf doch einfach einen Schritt schneller. Renn einfach, dann bist du schnell zu Hause. Hallo? Das geht nicht. Die muss aufs Klo. Ja, also ich weiß ja auch nicht, bevor ich mich einpinkel, ich würde einfach schnell rennen, weil das ist ja jetzt so weit dann auch wieder nicht. Theoretisch. Ja gut, da vorne ist halt schon die Piste, glaube ich. Hallo? Hallo Frau Toban? Ich war ein Herr, glaube ich. Der sah gerade irgendwie so niedergeschlagen aus, der Arme. Vielleicht ist er müde. Aber ich finde den Schnee so geil gemacht, Der glitzert so schön. Generell, das ganze Pack ist eigentlich schön gemacht, ja. Muss ich sagen. Ah, ich bin so verliebt in dieses Pack. Da ist ein Klo. Ha! Stopp! Hina! Klo! Benutz sie! Stopp! Geh aufs Klo! Geh Pipi mal! Da ist ein Klo! Schnell! 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 Wie gut, dass ich so schnell geschalten hat gerade. Wie gut, dass ich das Klo identifiziert habe gerade. Oh, guck mal, wie schnell das vor allen Dingen geht. Hm? Oh, wie schnell ihre Blase einfach mal wieder... Ja, die Blase war voll, hey. Das läuft jetzt gerade ordentlich. Oi, oi, oi. Ah, wie gut, dass ich das Klo so schnell identifiziert habe. Ja. Und schnell geschaltet habe. So, okay, Hina, ab heim. Ja. Husch. So. Ach, schön. Ah. Ich hab schon echt... Ah. Hau ist auch auf dem Weg. Ja, theoretisch ist der eigentlich schon zu Hause. Der ist schon zu Hause. La 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 la. Oh, guck mal, da steht das Maskottchen. Oh, wie cool. Oh, den Bergtanz tanzen. Cool. Nach Kapsel fragen. Mäuslein, I'm sorry. Frag nach Kapsel. Nein, so. Nach Kapsel fragen. Da. Schön, dass du ins Bett willst, aber wir wollen erst mal. Tut mir leid, es liegt auf dem Weg, meine Süße. Renn ich durch unser Kind durch. Und dann tanzen wir den Bergtanz. Und dann machen wir noch ein Selfie. So. Das muss sein. Ja, sorry, Maus. Ich bin begeistert. Dreh es anders, dass man das Maskottchen vielleicht vom Gesicht her noch sieht. Oh, er atmet sogar kalte Luft aus. Ja. Ja, das ist doch schön. Perfekt. Geschenk von das Yamachan. Das ist voll schön. Das ist doch, glaube ich, Yamachan, oder? Aber ich da ist falsch. Ja, Yamachan. Ja. Sie freut sich. Und? Was gab's? Stopp. Ich will diesen Tanz sehen, aber ich will auch wissen, was es gab. Ja. Was haben wir gekriegt? Hallo? Wir haben eine Kapsel bekommen. Eine seltene. Eine seltene. Oh, können wir sie direkt aufmachen? Ja. Perfekt. Semi-Kapsel öffnen. Und? Du hast die Gruppenbestie erhalten. Ja, cool. 4 Sterne. Ja, sie ist ja selten. Voll Sterne cool. Rang 4 von 5. Hm. Und was ist der Zwerg? Guck mal nach. Was war der Zwerg? Rang 1. Aber das war ja auch eine einfache. Aber voll cool. Aber wenn wir zu Hause sind, müssen wir dran denken. Yui hat ja auch noch Zeug für Hina im Inventar, was wir ihr nicht geben konnten, dass wir das zu Hause dann mal ablegen, dass Hina die Sachen bekommt. Ah, voll cool. Danke, Yamachan. Ja. Jetzt den Bergtanz. Ja. Oh yeah. Woohoo. Na komm. Sehr cool. Okay, ich denke was. Ah, wie cool. Wie süß. Mach das nochmal bitte. Ich glaube, das machen sie nicht mehr. Schade. Ah, jetzt ein Selfie machen. Wir machen nochmal den Bergtanz. Stopp. Ich möchte das nicht verpassen, aber das Selfie haben wir eigentlich, müssten wir im Inventar irgendwo haben. Sieht irgendwie nicht danach aus. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, bei den Screenshots müsste es dabei sein, weil... Das wäre natürlich cool. Ja, also irgendwo müsste dieses Selfie dabei sein. So, dann nochmal tanzen. Irgendwo haben wir dieses Selfie. Haha, wie süß.
Moment. So, dass wir diesen Kristall hier wegkriegen. Und einmal auf jeden Fall dann nochmal gucken, dass wir nochmal ein Selfie machen, ein Screenshot machen, wenn die gleich Popo und Popo machen. Ja! Ja! Ja, das ist in Ordnung. Das nehmen wir aber so. Aber dreht es auch nochmal vielleicht, dass man auch China mal sieht dann nochmal. Ja, das ist voll süß. Ja. Wie müssen wir das hin? Leute, ihr seid echt im... Ach, schade, das kriegt man vom Winkel her nicht her, weil ihr Gesicht natürlich direkt zu Yamachan so gedreht ja, ist. Ja, ihr Po, sie guckt Yamachan hin. Okay, man erkennt überhaupt nichts. Nee, leider nicht. Ist ja egal, wir haben... Gut, haben wir wenigstens kein störendes Beiwerk im Bild hier. Aber er ist so niedlich. Ja, das ist halt echt voll süß. Konntest du den nochmal nach einer Kapsel fragen oder ging es nur einmal? Ah, es gibt wahrscheinlich. Drück mal, zeig mal, was steht da. Hina hat erst kürzlich um eine Kapsel gebeten. Ja. Aber finde ich cool, dass man das mal machen kann, so. Ja. Oh. Ja, dann schicken wir Hina jetzt aber wieder nach Hause, weil. Tschüss, Yama-chan. Ah, sie geht schon von alleine. Nee. Auf Nein. Aktives Grundstück, hallo, du. Du gehst jetzt zur Unterkunft wieder. So. Ja. Und damit, meine Lieben, da hat sich gerade jemand wieder hingelegt am Hang. Nicht durch Yamachan durchlaufen, braves Mädchen. Tschüss, Yamachan. Bis zum nächsten Mal, Yamachan. Ja, und bis zum nächsten Mal heißt es auch an dieser Stelle, denn unsere Folge ist hiermit am Ende angelangt. Sonst haben wir wieder eine Folge in Überlänge. Während Hina jetzt noch gemütlich nach Hause läuft, machen wir gemütlich die Abmoderation, würde ich sagen. ja. Falls ihr ein bisschen Spaß in dieser Folge hattet, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ja. Wenn ihr sonst nichts von uns verpassen wollt, folgt uns doch gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Für nächste Folge... erstmal die Leute pennen lassen und dann schauen wir mal, was wir überhaupt noch im Urlaub geschafft bekommen, weil der ist ja jetzt dann auch so gut wie vorum. Und dann würde ich sagen, wird es Zeit, den Leuten einen schönen Tag zu wünschen, oder? Ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut.